Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute bemale ich wieder Klamotten. Einmal ein Schuh, das Ganze ist ein Auftrag und dann versuche ich einen missglückten Pullover von mir zu retten. Falls euch das Thema Klamotten bemalen interessiert, auf meinem Kanal gibt es jetzt eine Playlist dazu, also schaut doch da mal vorbei. Fangen wir mit den Schuhen an und ich gebe euch mal eine kleine Zusammenfassung, was ich gleich machen werde. Und zwar ist es bei mir ja ein Auftrag, also ist der Motiv gegeben, aber ihr müsst euch natürlich zuerst erstmal aussuchen, was wollt ihr da drauf haben. Dann reinige ich den Schuh, dann bemale ich den Schuh, das Ganze mache ich mit Acrylfarben und danach müssen wir den fixieren mit Lederlack. Und wie ich das Ganze bei diesem Schuh gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, hier nochmal, das sind die Schuhe, die ich bemalen werde. Das sind Nike Air Force One und wie schon vorher auch gesagt, eignen die sich wirklich perfekt zum Bemalen. Und bevor wir anfangen mit der Bemalung, reinige ich die Schuhe. Und zwar mache ich das mit Lederreiniger. Könnt ihr aber auch mit Nagellackentferner machen, weil da Aceton drin ist. Und das sorgt einfach dafür, dass die Farbe besser hält, weil wir die Schuhe eben säubern und von jeglichen Schmutzschichten befreien. Das sind die Farben, die ich benutzen werde. Und zwar werde ich so einen Regenbogenschuh machen. Und dafür benutze ich auch einen relativ dünnen Pinsel, weil das so ein Drip-Effekt auch sein soll. Also ihr seht gleich, was ich meine. Und dafür braucht ihr auf jeden Fall einen dünnen Pinsel. Das Motiv, was ausgesucht wurde, ist wirklich ziemlich einfach. Das ging auch recht schnell. Also wenn ihr was Kreatives haben wollt, finde ich, ist das eine super Idee für Malanfänger, wenn ihr euch jetzt nicht so komplizierte Sachen zutraut. Und auch hier braucht man wieder mehrere Schichten. Das ist meistens so bei Klamotten, dass man mehrere Schichten braucht, damit das Ganze gut deckend ist. Was man natürlich machen kann, ist die Farbe ganz dick aufzutragen, aber ich finde, dass sie dann potenziell angreifbarer ist, als wenn man dünn die Farbe aufträgt und das dann eben in mehreren Schichten. Und so sieht das Ganze fertig aus. Das mache ich nochmal auf der anderen Seite und dann sollen hinten wieder die Initialen drauf. Dazu gibt es nicht so viel zu sagen, außer dass es schlecht filmbar ist. Die sollen auch Regenbogen sein, deswegen habe ich die Buchstaben einfach vorgezeichnet und die gleichen Farben benutzt. Das Gute hierbei ist, dass alles so schnell ging, dass ich auch die gleichen Farben benutzen konnte. Falls das bei euch aber nicht klappt, würde ich euch raten, einfach so wenig wie möglich anzumischen und einfach die Farbe so zu kaufen, wie ihr sie nehmt. Also nichts anzumischen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Problem hatte ich leider bei dem Pink zum Beispiel, dass ich kein richtiges Pink hatte und das anmischen musste. Deswegen habe ich versucht, da relativ viel von anzumischen und relativ schnell zu arbeiten. Hier noch eine Anmerkung. Ihr müsst kein Wasser zu der Farbe mit dazu mischen. Bei Schuhen funktioniert das nicht gut, weil das dann nicht einzieht. Das heißt, einfach so die pure Farbe benutzen. Was ihr machen könnt, ist, wenn die Farbe schon so ein bisschen eingetrocknet ist auf eurer Palette, die mit Wasser wieder aufarbeiten, dass ihr sie wieder benutzen könnt. Aber bei einem Schuh ist es so, je flüssiger die Farbe, desto mehr rutscht die auf diesen Schuh und hält eben nicht. Bei Jacken ist das was anderes, da zieht das dann ein, aber bei Schuhen ergibt das keinen Sinn. Hier gibt es aber eine kleine Ausnahme und zwar bei der Nike Air Schrift da oben, die habe ich silber gemacht. Und da musste ich sogar relativ viel Wasser verwenden, damit die Farbe in die Fäden einzieht. Zum Schluss müssen wir das Ganze versiegeln und da mein Lederlack eingetrocknet war, habe ich normalen Acryllack genommen. Da habe ich aber vorher geguckt, der ist wetterfest, also sollte das absolut gar kein Problem sein. Davon habe ich dann aber auch zur Sicherheit 2 oder 3 Schichten drauf gemacht und das sind die fertigen Schuhe. Ich muss sagen, sie gefallen mir wirklich ziemlich gut. Ich fand, das war relativ einfach, also konnte man quasi den Malprozess ziemlich gut genießen und ich finde sie auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich sie persönlich tragen würde, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kommen wir nun zu meinem Pullover und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat er einiges hinter sich. Und zwar wollte ich den besticken, deswegen sind da Löcher drin. Ich habe das Ganze dann aber wieder aufgeschnitten und dann habe ich da ein Loch in den Pullover reingeschnitten. Und offensichtlich hat auch mein Stickgarn abgefärbt. What the fuck? Zur Erklärung, warum ich den Pullover so ruiniert habe. Und zwar wollte ich einfach einen Pullover nachmachen, den ich auf Pinterest gesehen habe. Und irgendwie habe ich gedacht, ich habe das Können dazu. Ich habe das auch zu Ende durchgezogen, sah aber leider furchtbar aus. Und dann habe ich das Ganze wieder aufgetrennt und dachte, ich rette das Ganze jetzt, indem ich, Achtung, jetzt kommt das Geniale, das nochmal besticke. Ist auch nicht so gut gelaufen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und jetzt saß ich so vor diesem armen Pullover und dachte mir, okay, wie kannst du den jetzt retten mit etwas, was du auch wirklich kannst? Jetzt ist der neue Plan, da Farbe drauf zu klatschen. Ich habe schon mal bei den Jeanshosen gesagt, dass ich es eigentlich ungern mache, weil es ja ein Kleidungsstück ist, was man öfter wäscht, als jetzt zum Beispiel eine Jeansjacke. Und das greift natürlich die Bemalung an und es ist so viel Arbeit, aber ganz ehrlich,
Noch schlimmer als das kann ich den gar nicht versauen und ich sehe auch überhaupt nicht ein, dass ich den jetzt wegschmeiße, nur weil ich zu blöd bin. Also wünscht mir Glück. Zuerst habe ich ein Quadrat mit Washi-Tape markiert, das sind jetzt 20x20 cm, und in der Größe drucke ich dann auch später mein Motiv aus. Dann kümmern wir uns um die weiße Grundierung. Da habe ich wieder Textilmedium. Das ist eigentlich optional, aber ich denke, das könnte gut helfen bei einem Sweatshirt. Mal schauen. Und dann weiße Acrylfarbe. Das Ganze mische ich dann in einem 1:1 Verhältnis. Dann finde ich noch ein guter Tipp, euer Sweatshirt zu unterlegen. Ich habe da mein Canvasboard drunter gemacht, aber Pappe müsste auch passen. Und dann geht es an die Grundierung. Und da wie immer ein paar Schichten. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich mehr Farbe gebraucht habe als jetzt bei Jeansjacken. Also plant es ein. Ich glaube, meine große Tube ist jetzt auch leer. Jetzt kommen wir zum Abpausen. Das Ganze ist ganz gut, weil mein Motiv ist ein Quadrat. Das ist ein Quadrat. Ich konnte genau die Größe einstellen und dann war das mit der Größe perfekt. Ich habe jetzt aber nur Alice abgepaust. Da habe ich hinten einfach Bleistift drauf gemacht und jetzt mit einem andersfarbigen Stift ziehe ich die Linien nach. Ich hatte wirklich gar keine Lust, das komplett mit den Blüten abzupausen, weil das ja total viel Arbeit ist. Und die Blüten mache ich dann einfach freihand. Wer meine anderen Videos geguckt hat, der kennt's. Jetzt kommen die schwarzen Umrandungen. Und was mir direkt aufgefallen ist, ist einfach, dass es viel länger braucht zu trocknen auf diesem Sweatshirt. Es kann auch an dem Stoff liegen. Es ist aber ein ganz normales Standard-Sweatshirt von H&M. Aber es dauert wirklich, wirklich lange zum Trocknen. Also ich würde euch wirklich auch Föhn empfehlen. Und selbst mit Föhn ist es irgendwie nicht komplett trocken geworden. Da auch hier wieder eine Anmerkung zum Wasser. Ihr müsst kein Wasser dazugeben und die Farbe lässt sich relativ gut ohne Struktur verteilen. So, hier habe ich jetzt schon mal die Haut zu Ende gemacht und ein paar Blumen, weil mein Speicher leider voll war. Aber ich zeige euch jetzt nochmal, wie man Blumen macht. Noch ein kleiner Tipp am Rande, um sicherzugehen, dass die Farben gut zueinander passen, ist immer die gleiche Farbe mit reinzumischen. Und zwar ist dieser Puderton in der Haarfarbe, in der Hautfarbe, in dem Blau und den benutze ich hauptsächlich für die Blüten. Die Blüten habe ich mal so gemacht. Irgendwie ist es auch gar nicht so sehr mein Ding. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich 3 verschiedene Farben genutzt habe und alle mit dem Puderton vermischt. Ich habe also quasi eine helle mit Weiß, einmal den Puderton an sich und dann einmal den Puderton mit etwas dunklerem. Was auch zu beachten ist, ist Licht und Schatten. Also liegt eine Blüte unter einer anderen, ist die oben, ist die unten und dementsprechend muss man dann auch die Farben wählen. Und das habe ich alles mit den 3 und dann noch einmal bei ganz hellen mit Weiß gemacht. Jetzt kommen wir zum satisfying Part, die Klebestreifen abziehen und es hat echt gut funktioniert. Die Kante ist auch wirklich echt scharf. Wenn das Ganze gut getrocknet ist, dann fixieren wir das mit Hitze und zwar bügeln wir das über. Da muss man aber was drunter legen, da könnt ihr entweder ein Baumwolltuch oder Backpapier drunter legen und dann so circa 2 bis 3 Minuten drüber bügeln. Ihr merkt einfach, dann ist das Ganze so ein bisschen weicher, lässt sich besser biegen, weil die Acrylfarbe ihre plastikartige Konsistenz verliert. Was mir aber natürlich passiert ist, weil ich bin und ich aufpasse und nichts unterlege, sind Flecken. Das ist super ärgerlich und ich habe das jetzt versucht zu retten mit Fleckenspray und Expressprogramm in der Waschmaschine. Gerettet ist jetzt mal relativ gesehen, weil man sieht sie auf jeden Fall noch, aber sie sind nicht mehr so auffällig wie vorher. Ich wollte es jetzt einmal nicht bei einem normalen Programm machen, weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass ich das frisch Gemalte ruiniere und ich euch das noch vorher zeigen wollte. Hier nochmal, wie das Ganze getragen aussieht. Es ist ein bisschen steifer als jetzt normale bedruckte Pullover, aber ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Hätte ich fast vergessen, ein Outro zu drehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das nächste Video wird vermutlich wieder was mit Harz, weil das letzte so gut angekommen ist und mir das ziemlich Spaß gemacht hat. Ich warte nur noch, dass meine ganzen Bestellungen ankommen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!